Ich muss dann auch noch gerade 4 Folgen fertig machen. Da werde ich nämlich 2 über Nacht rendern und 2 morgen, während ich auf die Arbeit gehen, während dann die 2 gerenderten schon wieder hochladen. Ja, da kommt man ein bisschen in Stress, wenn man keine Folgen mehr hat. Wie gesagt, der Speedrun hat ein bisschen Zeit gekostet, also was heißt Zeit gekostet, ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, die verschiedenen Speedruns. Ist halt was anderes wie so eine 15-Minuten-Aufnahme. Und wenn man dann nur ein Video daraus bekommt aus einer Stunde und 50 Minuten, ist das was anderes, wie wenn man aus einer Stunde und 50 Minuten mal gute 6, 7 Videos rausbekommt, ne? Und dann kommt man eben da ein bisschen hinterher. Ich muss noch Dark Souls aufnehmen, ich muss noch Destiny aufnehmen. Oh Mann, Alter, ich weiß gar nicht. Morgen versuche ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen was anderes. Vielleicht Destiny und Minecraft. Ein Dark Souls Guide muss ich auch noch aufnehmen. So. Das müssen wir jetzt mit Rot kombinieren. Oder? War doch die Rot, ja. Genau. Mitnehmen, ja. So, jetzt müssen wir Rot kombinieren mit Wasser. Und dann haben wir Purpur. Ah, es könnte sogar sein, dass wir mit 2 Flaschen auskommen. 4 plus 6 sind 10. 6, 10 ist gelb, das ist gut. Gelb Nummer 6 mitnehmen, ja. Wir haben folgendes Gelb. Und das sollen wir jetzt mit dem Purpur. Also die 6 plus die 4. 4 ist Purpur. Ja, nicht die Winde. So, jetzt haben wir Orange, das ist UMB Nummer 10. Jetzt müssen wir 1 plus 6 ist gleich 7. Also müssen wir doch das erste Hilfespray zumindest mal holen. Also einen brauchen wir nämlich noch. Einen Behälter. Definitiv, hoffentlich nur einen. Alter. 1 plus 6, das ist Wasser plus Gelb. Die Nummer 7 und das ist grün und die 7 plus die 10 ergibt die 17. Plus 3 ergibt die 20. Also müssen wir jetzt noch einen roten mitnehmen und den da rein kombinieren. Und dann haben wir unser Mittel hergestellt. Leichter als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht hat man damals einfach die Hinweise nicht so gefunden. So, und da haben wir V. Jolt. Wie Jolt. Brüllt. So. Und jetzt müssen wir eben diesen Weg machen, den man dann normal auch nicht mehr braucht, weil man kann jetzt direkt bei die Pflanze dort hinten durch die Tür gehen quasi. Und wir müssen jetzt diesen Weg machen hier. Nochmal zurück zur Residenz. Ach, falsch rum. Zurück zum Aquaring. Das ist schon ein Umweg. Hier ist der schnelle Zombie. Arm, besser Arm ab als Arm dran. Hat er sich gedacht. Ist er tot? Oh ja. Ohne Waffe rennt man schneller. Deswegen habe ich eigentlich prinzipiell nie eine Waffe in der Hand. Außer eben kurz ausrüsten, um den Gegner zu töten, ne? An manchen Stellen. Nur das Mischen ist ja auch extrem easy going. Kurz Notizen gemacht und schon klappt's. Optimopti. Hier müssen wir wieder rein, glaube ich. Ja, da war das.
gesagt, ich war selber noch nie hier langs gegangen. Also vor 10 Jahren irgendwann mal in der GameCube-Version, ja. Aber ansonsten habe ich das hier nicht mehr gemacht. Hat mich auch schon Steuer zu stehen bekommen, weil nämlich ja, die Pflanze mich getötet hat schon. Passiert. Ah, hier ist übrigens deutlich angenehmer zu laufen, muss ich sagen. Der Schrank ist völlig durchnässt. Es ist nichts Besonderes darin. So, hier verwenden wir das V-Jolt. Und sind kategorischer Unkrautvernichter. Die Flasche brauchen Sie wahrscheinlich nicht mehr wegwerfen. Ja, alle am besten. Ja, gut, macht er auch. So, mehr gibt es hier auch nicht. Das ist einfach, dient einfach nur, diese Pflanze kaputt zu machen. Und anscheinend gibt es auch keinen Erfolg dafür. Okay. Sonst gibt es hier gar nichts. Nee. Ja, aber wir haben es mal gemacht, Leute. Wir haben es mal gemacht. Im Speedrun seht ihr eben, wie ich es normal mache. Wahrscheinlich in den nächsten Runs, wo wir zusammen spielen, auch, weil das werde ich nicht wieder tun. Einmal reicht. Weil es ist total unnötig. Ich sag. Das Einzige, was man sich da sparen kann, ist ein bisschen Muni. Ja, und man ist eben sicher. Kann gegen die Pflanze schon sterben, wenn es mal dumm läuft. Aber nicht mit einem Raketenwerfer. Und schon wieder 23 Uhr gleich. Ja, wie gesagt, wir schließen jetzt die Residenz ab. Und dann werde ich auch beenden, dass ich euch die Videos auch noch fertig machen kann. Und da haben wir schon mal wieder ein paar. Man muss ja sagen, Resident Evil 1 hat jetzt nicht die 100.000 Aufrufe oder so bis jetzt gehabt. Aber ich muss sagen, es gibt Leute, die es gucken und auch kommentieren. Und das freut mich. Und ich hoffe auch, ihr habt weiterhin Spaß bei diesen Aufnahmen, weil ich werde es, egal wie viel es gucken. Weil sie ist so eine Spezialität von mir. Und da werde ich schon einiges dazu bringen. Das könnte schon Dark Souls Ausmaße annehmen. Ich glaube, das wäre nicht so viel gesagt. Ja, die Speedruns sind ja auch schon da, beziehungsweise einer ist da, aber bald folgt schon der zweite. Das ist ja schon Dark Souls Niveau in dieser Hinsicht. Na gut, die Dark Souls Folgen sind natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich mittlerweile von Dark Souls 2 hochgeladen habe, ohne die ganzen Specials mit Bosskämpfen und so ein Kram. Aber ja, da wird's schon, da muss ich schon rangehen, um da nochmal aufholen zu können. Da müssen wir nicht rein, aber komm, wir gucken mal rein, was da noch drin ist. Badewanne, ist immer gut. Chill, willst du dich nicht mal in die Badewanne legen, Chill? Da ist etwas in der Badewanne. Wen wundert's? Ja, ein Dolch, habe ich mir schon fast gedacht. Auf die Toilette noch. Und dann, ja, Angst-Pipi machen hier, bevor wir bei die Pflanze gehen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Wie gesagt, ich habe es ja selber noch nicht auf diese Art und Weise mehr gemacht. Seit Ewigkeiten. Ich weiß es gar nicht. Kommt wahrscheinlich ein Clip oder so. So, jetzt müssen wir hier das Buch einsetzen. Das ist, wo wir am Anfang im Spinnenraum aufgehoben haben, direkt. Und dann müssen wir hier vertauschen, sodass das Ganze, die Bände hier ein schlüssiges Bild ergeben. Von Chill in der Badewanne. Siehst du?
So, und hier kommt die Pflanze dann normal. Oder was, es kommt normal. Sie ist jetzt ja auch da. Aber ich hoffe, wir müssen nicht gegen sie kämpfen. Das wäre jetzt eigentlich übelster Fuck. Ich guck mal den Clip mal an, weil ich den noch nicht gesehen habe. Gucken wir uns den zusammen an. Stars! Ah ja, hier What kommt the Barry hell mit dem is this thing? Flammenwerfer. Barry! Jill! Nach dem Brutzel, hey. Plants vs. Zombies. Nicht Resident Evil. Barry Lady. I thought it was finished. Yeah. Das hast du nicht das erste Mal gedacht, wahrscheinlich. Und vielleicht kommt auch hier erst der Erfolg. That was close. Lassen Sie sich von Barry Thanks zum again. Zweiten Mal retten. Don't mention it. But what was that? Eine Pflanze, what the hell's going on in this place? Und hier haben wir den Hausschlüssel, den letzten. Ja, natürlich holen wir den mit. Barry. Something about that mansion still bothers me. And I think I'll stay here a little longer. Ja, bleib noch ein Weilchen. All right. Stay for a while. Ja, gibt also doch keinen Erfolg. Okay. Ja, auch recht. So. Oh, falsche Richtung. So, liebe Freunde, dann neigt sich diese Folge auch dem Ende entgegen. Wir gehen auch gerade speichern. Jetzt können wir hier langslaufen, weil jetzt ist das Ding nicht mehr da. Das war ein Pflanzenausleger. Und holen uns jetzt noch hier das Speicherband oder was auch immer wir hier brauchen. Ah, da oben liegt es gerade. Komm, da brauchen wir nicht an die Kiste zu gehen. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Ja. Ah, wir können den Kanister noch gerade auffüllen. Ja. Ach, die Speicherscheiße ist auf der anderen Seite. Das sehen wir uns hier wieder zurück auf dem Weg zum Herrenhaus. Und machen dann dort weiter. Und dann nähert sich das Spiel auch tatsächlich schon dem Ende eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Spooky4F und der Horror geht weiter. Resident Evil.